Wenn wir im Hochgebirge unterwegs sind, müssen wir unbedingt einen Biwaksack dabei haben. Entweder die leichte Notfallvariante, wo wir in einem Sturm hineinschlüpfen können. Stabilere Variante, wo wir wirklich einen Verletzten versorgen, einpacken und notfalls ein bisschen transportieren können. Oder wir haben so ein sogenanntes Group Shelter, wo die ganze Gruppe drin Platz hat. Das schmeißen wir oben drüber und sind drunter versorgt, wenn es wirklich zum schweren Sturm kommt und wir zum Beispiel auf einer Durchquerung mit einer Gruppe sind. Wir können die einzelnen Biwaksäcke natürlich auch je nach Anwendung variieren.